Die ganze Branche der UGC-Creator ist relativ neu. Und weil diese Szene so neu ist, gibt es gerade auch wahnsinnig viele Neugründer, die sich als UGC-Creator selbstständig machen. Und in diesem Video schauen wir uns mal die 6 Dinge an, die jeder UGC-Creator über die Steuer wissen sollte. Doch schauen wir uns am Anfang vielleicht erst einmal an, was ein UGC-Creator eigentlich genau macht. UGC steht für User-Generated Content. Das heißt, Nutzer, die ihren Content selber erstellt haben. Genau wie Influencer. Deswegen lassen sich die Tätigkeiten von einem Influencer und einem UGC-Creator auch sehr vergleichen. Zumindest steuerlich gesehen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und zwar haben Influencer eine eigene Reichweite. Das heißt, ich als Unternehmen arbeite mit Influencern in der Regel deswegen zusammen, weil ich diese Reichweite haben möchte. Das heißt, Influencer produzieren Content für die eigenen Kanäle und bewerben dann zum Beispiel meine Produkte, Dienstleistungen und Angebote in ihre eigene Community. UGC-Creator brauchen aber keine eigene Reichweite. UGC-Creator erstellen in der Regel nämlich keinen Content für die eigene Reichweite, sondern für die Reichweite der Unternehmen. Sprich, die produzieren Videos, Fotos und so weiter für das eigene organische Social Media der Unternehmen oder für Videoclips. Run, don't walk, talk about you. Willkommen zu Lala probiert Gourmet-Essen. Heute gibt es Tiefkühlpizza, aber nicht irgendeine. Und dann der erste Biss, eine Geschmacksexplosion, ein unbeschreibliches Geschmackserlebnis. Oh mein Gott, sind die kuschelig. Die halten auch richtig schön warm, aber man schwitzt in denen nicht. Ich glaube, so die ursprünglichste Form des authentischen Marketings, was man heute als UGC bezeichnen würde, ist die ganz klassische Vielmann-Werbung, wo man so Leute auf der Straße angesprochen hat. Ja, das ist so gekommen, ich hatte mir hier vorne um die Ecke ein Brillengestell ausgesucht und die dazu passenden Gläser, sagt ein Bekannter zu mir, geh doch mal zu Vielmann, vielleicht ist es da günstiger. Und Vielmann hat mir exakt das Gestell besorgt, was ich habe von Donna Karan, und hat mir die Gläser für die Hälfte verkauft. Und das Gestell war auch noch billiger als da hinten. Und heute bezeichnet man diese Leute, die genau solche Clips produzieren, UGC-Creator. Und ich würde das Berufsbild der UGC-Creator irgendwo ansiedeln zwischen Influencer und einer professionellen Videoagentur. Eine professionelle Videoagentur kann mir irgendwas Hochwertiges produzieren und der Influencer produziert mir mehr was Glaubwürdiges, promotet das dann aber über die eigene Reichweite. Und in der Mitte befinden sich die UGC-Creator. Soweit zum Geschäftsmodell. Kommen wir zum entscheidenden Teil des Videos, und zwar, was müssen UGC-Creator eigentlich bei der Steuer und ihrer Buchhaltung beachten. Kommen wir zum ersten Punkt, den jeder UGC-Creator wissen sollte. Und zwar bist du als UGC-Creator selbstständig. Natürlich. Und zwar gewerbetreibend. Man hat als Selbstständiger in Deutschland die 2 Möglichkeiten, entweder man ist freiberuflich oder gewerbetreibend. Als UGC-Creator bist du ziemlich unstrittig gewerbetreibend. Das heißt, du musst, wenn du dich selbstständig als UGC-Creator machst, ein Gewerbe anmelden und auch einmal im Jahr eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Aber, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, du zahlst in Deutschland nicht nur Gewerbesteuer. Wenn du gewerbetreibend in Deutschland bist, was du als UGC-Creator ja bist, hast du mit 3 Steuerarten zu tun. Und alle 3 Steuerarten sind relevant für dich. Und alle 3 Steuerarten solltest du auch im Blick behalten. Und die erste Steuerart, die habe ich schon erwähnt, das ist die Gewerbesteuer. Die zweite Steuerart ist die Steuer, die jeder von uns irgendwann irgendwie bezahlt. Und zwar die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer ist zum Beispiel auch die Steuer, die mir monatlich in meinen Gehaltsabrechnungen abgezogen wird. Das heißt, diese Steuer zahlt in Deutschland grundsätzlich jeder. Und die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer, die sind abhängig von deinem Gewinn. Das heißt, je nachdem, wie viel Gewinn du mit deiner Selbstständigkeit machst, musst du auf diesen Gewinn Einkommensteuer und Gewerbesteuer zahlen. Dann gibt es aber noch die dritte Steuerart, und zwar die Umsatzsteuer. Die ist umgangssprachlich als Mehrwertsteuer auch bekannt. Auf deine Leistungen, also den Content, den du für Unternehmen erstellst, musst du auf deinen eigentlichen Preis immer noch einmal die Umsatzsteuer aufschlagen, und zwar 19%. Ganz, ganz wichtig, die Kalkulationsbasis muss immer der Nettopreis sein. Das heißt, du überlegst dir einen Preis und das ist der Nettopreis. Und dann, wenn du eine Rechnung schreibst, packst du noch einmal 19% Umsatzsteuer obendrauf. Kommen wir zum dritten Punkt. Du musst dich als Selbstständiger also grundsätzlich erst einmal mit 3 Steuerarten beschäftigen. Das heißt aber ausdrücklich nicht,
dass du auch wirklich alle drei Steuerarten bezahlen musst. Denn es gibt bei all drei Steuerarten freie Grenzen und freie Beträge. Das heißt, das musst du nicht ab dem ersten Euro tatsächlich auch bezahlen. Bei der Einkommensteuer gibt es einen sogenannten Grundfreibetrag. Und der beträgt im Jahr 2023 10.908 Euro. Das heißt, ungefähr 11.000 Euro hast du steuerfrei. Hier ist ganz, ganz wichtig, das bezieht sich auf alle deine Einkünfte. Das heißt, wenn du ein Angestelltenjobverhältnis hast oder eine andere Selbstständigkeit hast oder aber Immobilien vermietest, das rechnest du alles einmal zusammen. Und wenn du mit all diesen Einkünften unter 10.908 Euro pro Jahr liegst, dann musst du keine Einkommensteuer zahlen. Ich habe zu diesem ganzen Thema Einkommensteuer auch schon ein vertiefendes Video aufgenommen. Das findest du einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann startet der Steuersatz relativ niedrig. Und dann steigt er an. Mit steigendem Einkommen wird auch der Prozentsatz, den du für die Einkommensteuer zahlen musst, immer höher. Und geht hoch bis zu 45%. Das heißt, wenn du wirklich richtig viel verdienst, zahlst du in Deutschland 45% Einkommensteuer. Bei der Gewerbesteuer ist das ein bisschen anders. Der Name verrät das eigentlich schon. Die Gewerbesteuer zahlst du nämlich nur auf den Gewinn aus deinem Gewerbebetrieb. Deswegen auch Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer zahlst du allerdings nur, wenn dein Gewinn über 24.500 Euro liegt. Das heißt, bis zu 24.500 Euro kannst du Gewinn machen und erst dann zahlst du tatsächlich auch Gewerbesteuer. Alles darunter ist steuerfrei. Und jetzt denkst du dir vielleicht, das ist ja super unfair. Bis 24.500 muss ich gar keine Gewerbesteuer zahlen und danach muss ich ordentlich Gewerbesteuer zahlen. Ja, du hast allerdings noch Vereinfachungsregeln und da wird das Ganze ein bisschen kompliziert. Du kannst die Gewerbesteuer, die du in einem Jahr gezahlt hast, in deine Einkommensteuererklärung, also die andere Steuerart, anrechnen lassen. Wie das genau funktioniert und welche Auswirkungen diese Anrechnung hat, auch dazu habe ich ein vertiefendes Video aufgenommen. Das findest du auch unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zur dritten Steuerart, die Umsatzsteuer. Auch da gibt es eine Vereinfachungsregelung und die heißt Kleinunternehmerregelung. Und die besagt, dass wenn du dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz liegst, wichtig, jetzt reden wir über Umsatz und nicht mehr über Gewinn, dann kannst du diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und dann musst du keine Umsatzsteuer auf deine Rechnungen schreiben, du musst auch keine laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben und auch keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Ich habe zu dem ganzen Thema Kleinunternehmerregelung eine ganze Videoreihe aufgenommen, deswegen möchte ich an dieser Stelle auch einfach auf diese Videoreihe verweisen, die findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum vierten Punkt und wahrscheinlich zum häufigsten Irrglauben von Selbstständigen. Und zwar denkst du dir jetzt vielleicht, naja, Einkommensteuer 11.000 steuerfrei, bei der Gewerbesteuer 24.500 steuerfrei und bei der Umsatzsteuer 22.000. Easy, ich bin ja noch weit drunter, denn muss ich ja gar keine Steuererklärung abgeben. Falsch. Nur weil du keine Steuer zahlen musst, heißt es nicht, dass du nicht Steuererklärungen abgeben musst. Weil du selbstständig als Gewerbetreibende bist in Deutschland, musst du trotzdem einmal im Jahr alle drei Steuererklärungen abgeben. Das heißt, die reine Tatsache, dass du keine Steuern zahlen musst, führt noch nicht automatisch dazu, dass du diese Steuererklärungen nicht abgeben musst. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das wissen viele Selbstständige nicht. Du musst wirklich einmal im Jahr alle drei Steuererklärungen abgeben, auch wenn du unter diesen Grenzen bist. Das heißt, dann machst du einfach eine Steuererklärung und zahlst anschließend aber keine Steuern. Kommen wir zum fünften Punkt, der bei UGC-Creatern ziemlich oft eintritt. Und zwar machst du häufig ja Videos für Produkte und darfst diese Produkte anschließend auch behalten. Und viele freuen sich, dass sie laufend ständig irgendwelche neuen Produkte bekommen. Was viele nicht wissen, du musst auch Steuern auf diese Produkte bezahlen. Das Ganze nennt sich Sacheinnahmen. Denn Einkommen in Deutschland ist nicht nur das Geld, was du bekommst, sondern auch die Produkte, die du bekommst. Und da liegt eine ziemlich große Steuerfalle. Und das Ganze schauen wir uns einfach mal anhand eines Beispiels an. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass ich selbstständig bin als UGC-Creator und ich habe jetzt einen Auftraggeber und der schickt mir ein Produkt im Wert von 500 Euro. Und weil mir das Ganze als Bezahlung nicht reicht, handle ich sogar noch ein bisschen zusätzliche Bezahlung aus und zwar 200 Euro. Das heißt, ich erstelle jetzt einfach ein kurzes 60-Sekunden-Video, wo ich dieses Produkt in die Kamera zeige, ein paar Sätze dazu sage und anschließend darf ich das Produkt behalten und bekomme nochmal 200 Euro. Klingt erstmal nach einem tollen Deal. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie viel Steuern ich ganz konkret darauf zahlen muss. Und zwar müssen wir aus den 500 Euro erstmal die Umsatzsteuer rausrechnen. Das sind in der Regel 19%. Und 19% Umsatzsteuer herausgerechnet aus den 500 Euro sind 79,83 Euro.
Das heißt, ich muss erstmal ungefähr 80 Euro an Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen. Wichtiger Hinweis, ich bin ganz offensichtlich in dem Beispiel kein Kleinunternehmer. Das heißt, das Produkt, was ich bekommen habe und privat behalten darf, hat einen Nettowert von 420,17 Euro. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass mein individueller Einkommensteuersatz bei 30% liegt, Gewerbesteuer zahle ich noch keine. Das heißt, ich muss diesen Gewinn, diese Einnahme noch einmal mit 30% versteuern. Und 30% vom Nettopreis sind 30% mal 420,17 Euro sind 126,05 Euro. Das heißt, ich zahle insgesamt für das Produkt, was ich bekommen habe, 79,83 Euro für die Umsatzsteuer und für die Einkommensteuer 126,05 Euro sind eine gesamte Steuerbelastung für das Produkt von 205,88 Euro. Das ist schön, dass ich jetzt 200 Euro extra Bezahlung bekommen habe. Da habe ich mich vielleicht auch in der Verhandlung ganz toll gefühlt, aber tatsächlich reichen diese 200 Euro nicht mal dafür aus, die Steuern zu zahlen für das Produkt, was ich mir sonst im Zweifel privat niemals gekauft hätte. Das heißt, du musst unbedingt darauf achten, dass kein Produkt, was du kostenlos bekommen hast, wirklich kostenlos ist, weil du musst die Steuer darauf jedes Mal selber zahlen. Allerdings gibt es für dieses Problem ein paar Lösungen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass du die Problematik kennst und dann anschließend die Lösung kennst. Und deswegen schauen wir uns die Lösung mal in Punkt 6 an. Und zwar gibt es drei Szenarien, wie du keine Steuern auf die Produkte, die dir zur Verfügung gestellt werden, zahlen musst. Und zwar das erste Szenario, du schickst das Produkt einfach anschließend zurück an das Unternehmen und behältst die Kohle. Dann musst du das Produkt auch nicht versteuern. Oder aber du vernichtest das Produkt. Kommt drauf an, was es ist. Manchmal ergibt es vielleicht Sinn. Das heißt, du vernichtest dieses Produkt anschließend, dann musst du darauf auch keine Steuern bezahlen. Die zweite Ausnahme sind Produkte mit einem Wert bis zu 10 Euro. Das ist zugegebenermaßen jetzt nicht so richtig viel, aber du musst Produkte bis 10 Euro Warenwert nicht versteuern. Für alle Produkte, die teurer sind als 10 Euro, bis zu 10.000 Euro, kann tatsächlich der Auftraggeber die Versteuerung für dich übernehmen. Das ist wichtig, dass du das Ganze aber mit ausverhandelst. Wir haben uns ja vorhin das Beispiel angeschaut, wo ich ein 500-Euro-Produkt bekommen habe und 200 Euro Bezahlung. Tatsächlich wäre es für mich bürokratisch und finanziell besser gewesen, wenn ich diese 200 Euro zusätzliche Bezahlung nicht bekommen hätte, sondern mein Auftraggeber stattdessen die pauschale Besteuerung dieses 500-Euro-Produktes übernommen hätte. Dann hätte ich mich persönlich nämlich nicht um die Versteuerung kümmern müssen. Wichtig ist allerdings, dass du als UGC-Creator eine Bestätigung von deinem Auftraggeber bekommst, dass der Auftraggeber diese pauschale Besteuerung für dich übernommen hat. Denn wenn du diesen Schein nicht vorweisen kannst, dann geht das Finanzamt in Zweifel einfach hin und will die Steuer von dir noch einmal haben. Deswegen für dich ganz, ganz wichtiger Hinweis. Für alle Produkte zwischen 10 Euro und 10.000 Euro Warenwert solltest du mal deinen Auftraggebern pauschal immer vereinbaren, dass sie die pauschale Versteuerung übernehmen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir als UGC-Creator einen ersten groben Überblick geben. Wir haben auf diesem Kanal schon hunderte Videos aufgenommen rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern als Selbstständiger. Und für dich als UGC-Creator sollten fast alle relevant für dich sein. Deswegen abonniere doch den Kanal, schau gerne die weiteren Videos an und wenn du Fragen hast zu diesem Video oder zu irgendeinem anderen, schreib uns gerne einen Kommentar und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du Hilfe in deiner Selbstständigkeit brauchst, zum Beispiel bei der Steuer, bei der Buchhaltung, Rechnungsstellung und so weiter, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier oder schaust dir einfach direkt eins der weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.